Hallo Leute und herzlich willkommen zu King of Retail. Heute zurück, ich bin ein bisschen energiegeladen, ich weiß nicht wieso, weil eigentlich ist es ziemlich spät abends. Ihr seht es vielleicht hier oben, ich habe hier oben so LEDs und es leuchtet jetzt so. Ich hoffe mal, man sieht mich trotzdem genügend gut. Ich denke, vom Bildschirm ist auch noch da ein bisschen Licht im Spiel, weil ich habe keinen Bock mehr, diese kleinen Softboxen hier direkt in mein Gesicht prallen lassen, wenn es ziemlich am Abend spät ist. Wie man auch sagt, auf jeden Fall gehen wir jetzt direkt in den Laden. Unfall hier, wunderschön im Bild. Heute bekommen wir unseren Alkohol geliefert. Plus hier noch der ganze Rest nochmal so ein bisschen. Und dann, denke ich mal, läuft das hier. Ich habe übrigens, wir werden ja in näherer Zukunft mal einen Mitarbeiter einstellen. Und man kann hier nämlich Mitarbeiterlisten erstellen. Das heißt, man kann eigene Mitarbeiter machen. Und deswegen habe ich da mal so ein bisschen Leute, YouTuber, auch mit denen ich zusammenarbeite. Jetzt nicht so Monte oder so. Auf jeden Fall kommen die dann irgendwann mal zu uns in den Laden. Zum Arbeiten. Oh scheiße, wir haben gar nicht genug Platz. Ah, der Hauptsache der Jägermeister. Hauptsache der Jägermeister. Nein, Spaß, wir müssen da mal irgendwie ein bisschen restocken. Naja, egal. Erstmal packen wir das Ganze hier aus. Okay, das Lager ist voll. Wir füllen hier jetzt erstmal auf. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier jetzt schon? Zum Beispiel Getränke. Ah, okay, doch. Dann können wir drei verschiedene Sachen bestellen. Wir stellen jetzt hier mal nur eins aus. So, hier können wir mal auffüllen hier. Genau, den ganzen Rest. Hier können wir auch mal die Artikel hinzufügen. Frisches Essen. Ja, aber das kommt in den Gefrierdings. Hallo. Achso, die kommen gar nicht rein. Bananen. Hä, hat der Typ denn so wenig geliefert? Wir haben auch nur noch 200, merke ich gerade. Das ist ein bisschen wenig, ne? Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel ausgegeben in letzter Zeit. Aber der hat was gekauft. Ehre. $2? Was hat der Typ gegen... Was hat... Hä? $2? $2? Eine Jägermeisterflasche? Willst du mich verarschen, Digga? Die kostet... Wie viel kostet die Jägermeister? Ich weiß es nicht. 6? Das passt. Einfach $6 für eine Jägermeisterflasche. Ja, aber das ist doch eigentlich voll okay, der Preis. Oder nicht? Hä? Achso, das sind... Ah, das ist so ein Lagertyp. Ich dachte schon, das ist einfach so, eine, einfach so ein Passant. Der da mal reingeht, Digga. Er muss einfach gleich nochmal kommen. Wir müssen unser Lager einfach kurz restocken, sonst geht das hier nicht. Lagereinheiten. Wir kaufen diesmal aber eine große. Oh, shit. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Food für $2,9? Hä? Aber das hier ist doch nicht Food. Kostet das hier auch noch so wenig? Letztes Mal kostete das voll viel. Also wir konnten es zum voll viel verkaufen. Hä? Wieso ist das so billig? Wir haben hier kein Billigfleisch. Mach einfach mal 5. 10 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Oh shit, jemand hat eine Frage. Wie kann ich das abbrechen? Hier. Ja, ich habe eine Second. Ja, oh, tut mir leid. Was kennt ihr mir über Lebensmittel? Vor allem aber frisches Essen. Sehr interessant. Okay. Dann reden wir mal darüber. Tut mir leid, wir haben mich wiederholt. Kundendings steigern. Ja. Ja. Scheiße. Ja, kein Problem. Ich habe gar keine Ahnung, was ich gemacht habe, um ehrlich zu sein. So, dann kommt hier mal noch diese Hotshots, heißt einfach drauf. Okay. Ja. Also ich kann Ihnen auf jeden Fall den Jägermeister empfehlen. Kein Hinweis in den Sinn. Okay. Dann Bananen. Oh shit. Ja, ich komme gleich. Zack, tut mir leid. Oh, bitte nicht. Oh. Das wurde doch knapp, Alter. $4. Boom. Was ist denn immer noch so billig? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich habe doch alles mittlerweile hochgestellt. Das ist noch 2. Okay, dann machen wir auch 5 raus. Wir bekommen einfach alles für 5. Gibt ja auch sowas wie Alge. Das wäre auch lustig, wenn wir so Alge verkaufen könnten. Bräuchten wir aber zuerst mal die Rechte von Knossi hier. Dann füllen wir hier noch das Ananas-Imperium so ein bisschen auf. Ihr wisst Bescheid, Leute. Die machen wir aber für mal für $4. Boah, Alter. Oh mein Gott. Bro, was ist das hier für ein... Wie sagt man den Boom, Alter? Seid ihr die Boomer? Hier, kauft Alkohol, ihr seid noch jung. Das sind alles ITler, ne? Geil. Digga, wieso kaufen alle so viele Bananen? Oh Gott, das tut mir jetzt leid, Alter. Oh, scheiße. Ja, kommt ruhig, Leute, kommt. Bruder, wir machen den Umsatz unseres Lebens. Also eigentlich geht's mehrheitlich ins Minus, aber... Ich glaube, wir nehmen einen Kredit auf, weil ganz ehrlich, am Anfang ist das nicht dumm. Dann können wir nämlich sehr viel im Laden direkt gut verbessern und so. Und dann denken die, oh, geil, Alter. Und dann... Oh, jetzt muss ich das entfernen. Scheiße, Mann. Und dann denken die halt direkt... Scheiße. Dann denken die halt direkt, oh, geil, Alter. Hier gibt's so viel, dann kommen viel mehr. Okay. Scheiße, ich hab verkackt.
Okay, die Ananas ist nicht so gut weggekommen. Das heißt, der wahrscheinlich ist ein bisschen zu teuer. Das heißt, wir machen sie mal günstiger. Das Fleisch ist auch nicht so gut weggekommen. Mann, die sind alle an diese Billigpreise gewöhnt. Ja, seht ihr, jetzt wurde auch schon eine Ananas gekauft. Leute, es muss sich noch ein bisschen was ändern. Ich habe gerade festgestellt, dieses Ding hier können wir eigentlich mal leer räumen. Dann verkaufen, weil das ist gar nicht so geil, wie ich dachte. So, gibt leider nicht mehr so viel zurück. Naja, was soll man machen? So, wir nehmen hier so ein Regal-Dings. Wir nehmen das hier, das hat noch ein bisschen mehr Swag. Zack. Und jetzt platzieren wir das einfach hier. Weil hier kann man nämlich selbst so Regale bauen, sozusagen. 1, 2, 3, 4. Wir haben ja viermal... Ach stimmt, man kann ja gar nicht ewig dran arbeiten. Egal, nächster Tag. Zweiter Tag. Leute, willkommen zurück. Ihr seht unten 60.000. Frag mich nicht, wie das passiert ist. Ich habe einfach einen Kredit aufgenommen. Und dann stand eigentlich Maximum 800 Dollar. Beziehungsweise ich habe es halt auf Franken umgestellt. Aber Bruder, also irgendwie... ich meine, ist ja egal. Wir können jetzt hier eigentlich ganz gutes, für ganz gutes Geld hier ein bisschen was kaufen hier. Zwar Lebensmittel. Wir nehmen jetzt erstmal hier für Büchsen. Wir nehmen jetzt einfach so die ganz klassischen Regale. Genau, können hier mal noch auffüllen. Wir haben noch gar nichts ausgepackt, merke ich gerade. Wir kaufen so einen fetten Dings hier mal, so einen Käfig irgendwie. Dann kommt, kann ich nicht hier noch. Tut mir leid, Bro. I'm coming, Bruder, ich habe Stuck-Probleme. 118, ja moin. Ja, habe ich irgendwie den Wert falsch eingestellt? Was kaufen denn die? Wie teuer ist jetzt Jägermeister? Bruder, 177, Digga. Erala. So, das hier wollen wir eigentlich noch einstellen. Das haben wir noch gar nicht richtig fertig gemacht. Machen wir hier unten mal. Das ist Fleisch, dann hier das, da hier das und hier noch das. Und dann können wir von denen gleich auch mal noch das Ding aufstellen. Die Preise ändern. Meine ich natürlich. Er hat eine Frage. Oh mein Gott. Ich kann ihn Jägermeister empfehlen. Das hier? Vielleicht Fleisch? Ja, Digga, was denn? Ananas? Bananen? Ja, dann halt Jägermeister. Er ist im Moment sehr beliebt, genau. Bitte. Das war einfach. Oh, gekauft. Was hast du gekauft? Food. Oh, du hast schon wieder eine Frage. Das ist doch schon vorher eine Frage. Ich kann ihn darüber, über die Herkunft... Oh, also es ist halt im Moment sehr beliebt, weil es ist ein sehr beliebtes Produkt. Soll ich ihn eines beiseite legen? Das bleibt jetzt aber unter uns, ne? Ich hab... Digga, das kannst du nicht einfach allen erzählen. Ich hab verkackt. Ja, Bruder, jetzt beruhig dich mal. Okay, Digga. Leute, ich habe jetzt hier mal für alle Regale, die wir jetzt haben, so Zeugs hier bestellt. Oder eine Liste erstmal gemacht. Bestellt habe ich noch gar nichts. Kostet 12.000. Einmal alles bestellen. Wir bestellen jetzt einmal alles. Und hoffen... Dass es gut kommt. Ich kann euch das jetzt hier auch kurz zeigen mit den Mitarbeitern. Ich weiß jetzt nicht, ob schon jemand von denen dabei ist. Ich kenne bis jetzt noch niemanden von denen dabei. Okay, egal. Wir müssen auf jeden Fall unser Lager erweitern. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Machen wir mal so. Ich denke, das ist keine dumme Investition. Okay, jetzt haben wir dann sehr wenig Geld. Okay, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass es gut kommt. Sonst müssen wir nochmal einen Kredit aufnehmen. Oh shit, Digga. Jetzt geht's ab. Erstmal kurz die Geld kassieren ist wichtig. Oder Leute, wir müssen, ihr seht's unten, wir haben 1400, oh Gott, ich hab noch Speed. Wir haben 1400, wir müssen, glaube ich, mindestens 1600 reinbekommen, damit wir überhaupt, dass es sich überhaupt gelohnt hat jetzt. Weil wir müssen pro Tag so viel abzahlen. Okay, Leute, ich glaube, wir sind jetzt gerade knapp im Plus. Das Ding ist, es kommen die ganze Zeit neue Leute und alle kaufen ein und das ist eigentlich auch gut, aber ich komme einfach nicht dazu, die neue Ware irgendwie mal aufzustellen. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich meine, guck mal, bei den Dosen habe ich noch gar nichts eingeräumt.
Ach, Bruder, und schon wieder jemand. Also, wie gesagt, ich finde es gut, dass die Leute so viel kaufen, aber, Digga, jetzt will sie auch noch Hilfe. Aber es ist einfach schwierig, Digga, einfach schwierig. Aber das Gute ist, wir machen wirklich gut Umsatz. Also, das heißt, wir können vielleicht sogar noch ein bisschen Ware nachbestellen gleich. Warte mal. Okay, boy, Alter, da ist ja auch alles leer. Haben wir noch irgendwas hier? Nee, haben wir hier noch was? Ja. Das ist so stressig, ey. Ich muss unbedingt wirklich jetzt da mal jemand einstellen. Irgendwen von meinen Homies muss ich einstellen. Guck mal, die rasten einfach schon aus, weil ich gar nicht nachkomme hier mit einkassieren, Alter. Alter, wir haben fast 5000. Wir waren auf 0, ne? Nur mal ganz kurz. Oder praktisch auf 0. Zeug geht weg wie warme Brötchen. Sagt man das nicht so? Wir haben hier keine Brötchen und es ist auch nicht warm hier, aber... Egal, Hauptsache es geht weg. Okay, wir können jetzt hier noch kurz Dosen einräumen. Ich räume hier sowieso mal noch so viel aus, wie geht. Beziehungsweise ich, ja, nehme auch gleich noch Sachen aus dem Lager halt. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich im Büro wieder. Guck, 2700 sogar. Okay, aber wir haben es hier noch ein bisschen im Plus, von daher chillig. Und das würde, wenn das jetzt jeden Tag so weitergeht, dann werden wir auch immer wieder ins Plus rutschen. Guck jetzt mal, haben wir heute irgendeine Bewerbung von... Ich entferne mal alle Bewerbungen in der Hoffnung, dass wir demnächst dann neue haben. Muss man das vielleicht auch irgendwo einstellen? Dass man so die richtigen Dings bekommt, so sag ich mal. Die richtigen Mitarbeiter. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob ich das irgendwie umstellen kann. Okay, also Leute, ich habe geguckt, die Mitarbeiterliste ist schon aktiviert, aber wir müssen halt jetzt einfach noch warten. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. King of Retail, heute war sehr viel los, Alter. Wir haben auch noch sehr viel jetzt alles gekauft und so. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir hoffentlich unseren ersten Mitarbeiter einstellen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Dann ciao. It's real clean, but my flows be the nastiest. I swear I'm working for it all. Other dudes can have it quick. Easy come, easy go. Miss me with that slack of shit I spit. Like I had a lisp. Rap game, Fallon shit. Life could